Hallo und willkommen zu Fishing Planet. Heute geht's weiter an unserem Beginnerteich, dem Lone Star Lake in Texas. Und wir möchten heute Jagd auf den kleinmäuligen Büffelfisch und den getüpfelten Gabelwels machen. So beides ungefähr so ein Kilo. Das ist das Ziel. Unser Inventar. Ich stell's euch mal kurz vor. Als Rute habe ich eine Matchrute, die Omniflow 350. Moment, wir schauen uns das am besten mal im Laden an. So, Angelruten. Hat ein Schnurgewicht von 1,5 bis 3 Kilo. Dazu die passende Schnur. Haben wir drauf die 0,2er Mono mit einem Testgewicht von 1,8 Kilo. Also das liegt unterhalb der Rute, so soll das auch sein. Das heißt, die Schnur sollte das schwächste Glied sein. Das sollte zuerst reißen. So, fehlt noch die Spule. Da haben wir die Callisto XS 1400 mit einem maximalen Widerstand von 2,6 Kilo. Auch diese liegt unterhalb der Rute, aber überhalb der Schnur. Okay, Inventar. Haken nutzen wir diesmal einen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir nehmen mal einen Zweierhaken. Und als Angelköder. Also Brot war ja ausgezeichnet beim kleinmäuligen Büffelfisch. Und Schnittköder auf den getüpfelten Gabelwels. Aber ich würde gern mal hier die Heuschrecke versuchen. Wir sehen Zielfisch, Forelle, Barsch, Krabby, Wels. Soll aber auch auf Büffelfisch funktionieren. Das werden wir mal testen. Tiefe stellen wir mal auf einen Meter. Ja, Schwimmer habe ich. Können wir eben schauen. Den breiten und schlanken habe ich im Inventar. Das heißt, wir haben den ovalen drauf. Ja, soweit zur Ausrüstung. Als Kescher, eigentlich ist der Kescher jetzt nicht ganz so wichtig. Habe ich den Fisch-HTL mit. Mit einem totalen Fischgewicht von 12 Kilo. Okay. So, jetzt habe ich gesehen, unsere fortgeschrittene Lizenz ist ausgelaufen. Die muss ich erstmal neu kaufen. Ach, ich wollte gerade sagen, unlimitiert, genau. Ich dachte jetzt hier, die Kosten, darum war ich jetzt so lange ruhig. Die kosten jetzt immer 5 Coins, aber das ist ja hier unten zum Anklicken. Ach, jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Könnten sagen, eine Woche oder tue ich hier öfters angeln? Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Werde ich 7 Bitcoins hier investieren? Ne, pass auf, wir machen das erstmal anders. Ich hole mir mal 3 Tage. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. So, Fortgeschrittene natürlich. So, das haben wir jetzt. Das heißt, wir dürfen alle Fische mitnehmen. Wir haben keinerlei Beschränkung. Ansonsten hätten wir wieder freilassen müssen, den gepunkteten Barsch. Rotohr-Sandbarsch, Trophäe, blauer Sandbarsch, Trophäe. Wollen wir natürlich alles fangen, alles mitnehmen. So, aber jetzt genug gelabert. Wetterbericht. So, Tag 1, 2, 3 ist ziemlich gleichbleibend. Lone Star Lake, das passt alles. 691 Spieler sind aktuell dort am Angeln. Wir gehen da mal mit hin. So, machen wir wieder einen zufälligen Chatraum. Da sehen wir wenigstens so, was die anderen fangen. Und man kann vielleicht das ein oder andere noch aufschnappen. Und wir spulen die Zeit auf 19 Uhr, wäre der Berg oben hier. Sagen wir mal auf 18 Uhr vor. Angelstelle nutzen wir wieder hier am Häuschen.
Dann gehen wir mal fischen. Mit Heuschrecke auf Büffelfisch. Und Wels. So, haben wir gesagt, was war's? 18 Uhr. So, wir sehen schon, hier ist schon Betrieb. Ich glaube, wir sind immer so 4, 5 Mann maximal. Es sind jetzt keine 690 Mann hier. Wir haben hier einen stehen mit Level 14 auf der Brücke mit Level 19. Und wir sind Level 8. Mal gucken. Ja, hier drüben ist keiner. Okay. Dann machen wir mal los. Wir werfen mal da, wo der springt. Unsere Angelweite wird sein so circa 25 Meter. Ich muss aber erstmal schauen, wie sich das mit der Heuschrecke auswirft. 28, okay, das funktioniert. Und schon beißt. Kaum ausgeworfen, schon der Biss. Und da war es wieder weg. Ist auch gut so, war sicher bloß ein kleiner. Ja, es geht schon wieder los. Oh, hier gepunkteter Barsch hat er gefangen hier neben mir. 0,88 Kilo. Also hier ist schon was drin. So ist das nicht. So, wir haben unseren ersten. Wir sehen, der Schnurbalken, der ganz linke, geht ziemlich hoch. Rute bleibt zurück, so wie angesagt. Und Rolle im mittleren Bereich. So, einen Gabelwels. 0,7 Kilo. Bringt 12 Erfahrung, 33 Geld. Behalten. Auf Heuschrecke. Wohlgemerkt, weiter geht's. Ja, unten rechts nochmal kurz zur Information. Dieser runde Kreis in der Mitte, diese vier Pfeile, die ich jetzt vorstelle, zeigen die Kurbelgeschwindigkeit an. Jetzt ist maximale Kurbelgeschwindigkeit. Lasse ich erstmal hier so. Und in dem Kreis der äußere Ring mit den vier helleren, wie sage ich den jetzt? Naja, das ist der Drill. Also wenn ich den jetzt noch eins erhöhe, reißt mir die Schnur, habe ich schon getestet. Das bringt es also nicht. Wir lassen den auf vier. Das ist okay so. Ja, chatten können wir auch mit den anderen. Das sehen wir dann unten links. Habe ich jetzt momentan aber zu. Also dieses Chatfenster, wir können das trotzdem lesen. Wird dann die Schrift direkt im Bild eingeblendet. So, hab ein bisschen diesmal weiter nach rechts geworfen. Da ist aber anscheinend nicht so viel los. Nun die Frage, wieder einholen? Komm. Hol mal ein. Ich muss wieder an meine alte Stelle werfen. So, 20 Meter. Und? Naja, fast. So, es beißt wieder. Die Stelle ist vielleicht doch ein bisschen besser. Können auch nachher mal auf Teigbälle und Schnittköder wechseln. Mal direkt auf. Oh, jetzt anhauen. Direkt auf Gabelwels und Büffelfisch.
Und ich sag, dass ein Gabelwels, so wie der zieht, ja, ungefähr gleiches Gewicht behalten wir. Weiter geht's. Ah, wieder ein bisschen zu weit rechts. Ja, wenn wir hier so einen Büffelfisch dran haben, das merkt man sofort. Dann geht die Sehne direkt hoch bis in den roten Bereich. Also der Drill, der hat schon ordentlich zu tun. Und wenn es ein bisschen größer ist, dann nimmt er schon wieder Schnur. Also die sind schon wirklich am Maximum. Oh. Oh, das wird wohl einer sein. Er kommt auf uns zugeschwommen und. Und? Nee. Okay. Gabelwels, also Heuschrecke funktioniert super auf Wels. Also der hat mal ordentlich gezogen und dann wollte er direkt zu unserem Land. Und hätten wir jetzt eine geringere Kurbelgeschwindigkeit gewählt, wäre der Fisch vielleicht vom Haken geflutscht. Na, ja, können wir schon anhauen. Das läuft hier. So muss das sein. Nicht mehr diese kleinen Fische hier mit 10 Gramm. Das macht doch keinen Spaß. Hier so ein halbes Kilo. Das ist doch schon mal was. Wie man jetzt noch größere hier fangen sollte. Weiß ich leider noch nicht. Habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Ob das jetzt an der Ausrüstung liegt oder an unserem Level. Auf jeden Fall muss es ja noch größere geben. Ich meine, gut, wenn die jetzt beißen würden, wird natürlich sofort die Schnur reißen. Ja, geht schon los wieder. Oh, da kommt er wieder rangeschwommen. Wir haben zu leiern und da will er wieder weg. Oh, da springt er. Oh, da ist ein Kämpfer. Da springt er erstmal raus. Aha. Gepunkteter Barsch, halbes Kilo, 79 Geld und 10 Erfahrung. Auf Heuschrecke. Wenn das so weitergeht, bekommen wir heute noch unseren Kescher voll. Der 20-Minuten-Folge. Vielleicht wird es ja auch mal eine Trophäe. Ich glaube, einzigartige gibt es hier nicht. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht. Müssten wir noch mal vorne in der Fischübersicht schauen. Na, was ist los? Ein bisschen einleiern. 3, 4 Meter. Jo, jetzt haben wir eine Flaute.
18:38 Uhr. Eigentlich hat man gesagt, 19 Uhr ist die Hauptbeißsaison. Schön bewölkter Himmel, so muss das sein. Ja, es beißt. Es beißt, hat aber lang gedauert. Oh, das ist irgendwas Kleines. Ja, was haben wir denn hier? Einen grünen Sonnenbarsch. So, wir werden mal den Köder wechseln. Ich werde jetzt mal Kreppi Putzer Kürbisbarsch. Brot. Ist eigentlich der Karpfen. Nehmen wir das Brot drauf. Lassen den Meter tief. Eigentlich sollte jetzt der kleinmäulige Büffelfisch speisen. Hätte ich auch schon mal so abends 8 Uhr, bewölkter Himmel, hatte ich die mal sehr gut gefangen. Hier, Kollege hier, der hat auch schon lange nichts gefangen. Und ich hatte jetzt nicht aufgepasst. Tja. Komm mal einholen. Ich werde es mal noch weiter draußen versuchen. Ja, er, was hat er? Gepunkteten Barsch 0,8 Kilo. So, jetzt machen wir mal richtig einen Krawallwurf. Auf 28 Meter mit Brot. Ja, wenn man jetzt weiter hinaus will, müsste man den größeren Schwimmer dran bauen. Aber der sollte sich dann beim... Ja, wenn kleine Fische peisen, wird das sicherlich nicht so gut funktionieren. Tja, es lief so gut. Ein Gabelwels nach dem anderen. Dann kam der Barsch, dann war der Tag im Arsch. Ja, komm. Ein Büffelfisch noch zum Abschluss. Na, das hat er gehört. Sehen, was beißt. Ja, ich hau immer erst dann, wenn der richtig zappelt. So, jetzt. Ich hab da schon. Oh, ich
habe das schon so oft versucht. Nee, da lässt sich zu leicht rankurbeln. So, wieder ein Wels. Auf Teignen hält Wels. Naja. So, letzter Versuch. Warum die jetzt heute nicht beißen, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Die Büffelfische. Sehr ungewöhnlich. So, insgesamt haben wir jetzt schon 4 Kilo gefangen. 10 Kilo wird in unser Netz passen. Also ihr seht, da ist noch viel Platz und wir sind schon hier 15 Minuten am Angeln. Na komm. Ja, ich bin schon wieder nah dran, ein bisschen einzukurbeln. Wieder so auf 22, 23 Meter. Aber jetzt beißt es. Das ist genau das, was das immer ist. Man will einkurbeln und es beißt. Dann beißt es, man wartet und es passiert nichts mehr. So, das wird aber der letzte jetzt für heute. Sieht wieder nach einem Gabelwels aus. Der schwimmt sehr hin und her. Lässt sich relativ leicht einleiern. Und genau. So, Abschluss der Wels. Behalten wir. Schauen nochmal eben in unseren Kescher rein. Ja, 2, 4. 6 Wälze und 2 Barsche. 8 Fische in 15 Minuten etwa. Das passt. Ach, hier steht es ja auch. Belohnung 268 Geld. Naja, es geht. Könnte besser sein. Können wir mal eben noch schauen. Den gibt es jetzt als jung. Also gibt nur junge Fische. Dann haben wir den Rotohr-Sonnenbarsch, den gibt es als Trophäe. Und den weißen Krabi als Trophäe. Blauer Sonnenbarsch gibt es noch als Trophäe. Ja. Das war's. So, alles klar. Wir werden den oder die Folge jetzt beenden und ich freue mich, euch dann das nächste Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin.